Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Die Geschichte von Hip-Hop ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Gut, Missverständnisse, Schießereien, Messerstechereien und ich glaube, ein paar Leute haben sich auch umgebracht. Aber vor allem ist es eine Geschichte, von der ich absolut überhaupt keine Ahnung habe. Also ganz ehrlich, ich persönlich habe, glaube ich, bis jetzt mehr ERV-Lieder gehört als Hip-Hop-Lieder generell. Aber das bedeutet natürlich noch lange nicht, dass ich das Genre und seine Künstler nicht schätze. Ich verstehe halt einfach nur gar nichts davon. Bin immer noch der Meinung, dass der beste Rapper aller Zeiten Eminem heißt, aber sich wahrscheinlich auch, übrigens apropos erschossen, für diese Aussage irgendwann einmal erschossen werde, wenn nicht für meine Reviews von Bollywood-Filmen. Aber ganz im Ernst, ich weiß natürlich, dass Hip-Hop ein absolut wegweisendes, wichtiges Genre ist, das wahnsinnig viel hervorgebracht hat und demnach ist es natürlich auch spannend, dem ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Und da gibt's jetzt von der ersten Staffel von der Serie Hip-Hop Evolution mit einigen bekannten Gastrednern sogar hierzulande eine Blu-ray-Auflage, die es nicht nur in eine Standard-Edition, sondern sogar eben auch in ein Future Pack geschafft hat. 2016 kam offensichtlich sogar eine Filmversion davon auf den Markt, die laut IMDb mit einer Laufzeit von ca. 90 Minuten zu Buche schlägt. Das finde ich etwas seltsam. Beziehungsweise eben dann danach eine Fernsehserie, die insgesamt hier vier verschiedene Folgen, die Grundlagen aus dem Hintergrund in den Mainstream, die neue Garde und die Geburt des Gangster-Rap mit jeweils zwischen 45 und 50 Minuten enthält. Und das ist eben diese Staffel, die es da jetzt dann in dieses Future-Pack geschafft hat. Aber ob es von dieser Serie dann noch weitere Staffeln gegeben hat, das kann man sich natürlich anschauen. Gedreht wurde das Ganze ab dem Jahr 2016. Es gibt mittlerweile vier Staffeln davon und eben die erste davon ist enthalten, die im 2016 in Amerika gelaufen ist. Die zweite Staffel startete dann 2018. Durchaus interessant, dass man dieses Konzept halt auch eben wirklich in Serie geschickt hat und dazu eine dermaßen umfangreiche Dokumentation bringt. Wobei, wenn ich da dem Eintrag in der OFDB glauben darf, dann ist diese Staffel aber die einzige, die es von dieser Serie zu uns geschafft hat. Aber nachdem wir uns jetzt einmal das Standard Backcover hier angeschaut haben, eben mit den grundsätzlichen Informationen zu dem Release, mit der Inhaltsangabe und so weiter und vor allem mitbekommen, wie schön leicht sich diese J-Card hier ablösen lässt, können wir dann einmal einen Blick auf dieses Frontcover-Artwork werfen. Und das ist auch in dem Fall wieder eines, das hier bei den Texten und Namenseinblendungen auf die Grundierung setzt, sodass die natürlich ganz deutlich über dieses Motiv erhaben ist und der Rest von dem Design hier einfach nur quasi auf das Future Pack gedruckt wurde, was natürlich eben bedeutet, wenn es ein bisschen finsterer ist, dann ist sehr wenig zu erkennen. Dafür hat man allerdings, finde ich, auch einen sehr genialen Effekt, wenn man das Ganze gegen das Licht bewegt, durch eben das Metall von diesem Future Pack. Man sieht auch, ich hoffe, das kommt auf dem Video noch ansatzweise rüber, dass man hier sich für ein bisschen einen flächigeren, ein bisschen zerstörteren, kratzigeren und auch irgendwie verschmutzteren Look entschieden hat, um das Ganze eben ein bisschen grindhausig fast erscheinen zu lassen, was mir persönlich in Wirklichkeit eigentlich ziemlich gut gefällt, muss ich sagen. Und dann auf dem Backcover gibt es hier das Bling Bling, das wir auch da auf dem Backcover grundsätzlich sehen, als formatfüllendes Design. Dazu eben auch hier dieser nicht grundierte Hintergrund, der dadurch natürlich sehr schön mit diesem metallischen Silber von dem Future Pack zu leuchten beginnt. Dahingegen allerdings diese gesamten Bling Bling Elemente sehr wohl leuchtend und dadurch im Vordergrund. Das ist, finde ich, ein Bild, das mit diesen Möglichkeiten von einem metallischen Untergrund auf dem Future Pack eigentlich absolut perfekt spielt und ein wirklich schickes Design, muss ich echt sagen. Drinnen wartet dann einerseits neben einer Werbebroschüre auch die Blu-ray, wo eben alle Folgen auf einer Disc enthalten sind. Bei circa 3 Stunden Laufzeit passt das dann ja auch. Und hier die Rillen von einer Schallplatte
als durchgehendes Innenartwork. Auch hier sieht man einerseits sogar teilweise diese Grooves ganz gut, beziehungsweise natürlich eben mit dem metallischen Schimmer kommt das Ganze ganz gut ins Leuchten. Ist natürlich für eine Musikveröffentlichung ein absolut perfekt passendes Innendesign, dass man sich hier dafür entschieden hat. Das gefällt mir persönlich relativ gut. Und damit ist das ein Thema, das, wie gesagt, bei mir bislang noch nicht wahnsinnig aktuell war, was aber, finde ich, noch lange nicht heißen muss, dass es das nie werden darf, weil grundsätzlich würde mich die Geschichte des Hip-Hop schon sehr interessieren. Ich hoffe halt einfach nur, dass ich irgendwann einmal auch Zeit dafür finde.